Hi Leute, hier ist Jake. In diesem Video zeige ich euch wieder mal ein Solinger Traditionsmesser. Es ist ein Matrosenmesser von der Firma Lütters und Key, auch bekannt unter Löwenmesser. Diese Firma gibt es schon 175 Jahre und produziert hauptsächlich Arbeits- und Gebrauchsmesser und ist weniger in Sammlerkreisen bekannt. Nichtsdestotrotz wollte ich euch dieses Messer mal zeigen. Ist also auch nicht uninteressant und vielleicht in einer Sammlung mit Solinger Messern auch wirklich zeigens- und sehenswert. Zumal man dieses Messer auch ein bisschen aufpimpen kann. Vom Grunde her, wie gesagt, Arbeitstier. Ich sage euch mal schnell die Daten. So ein Matrosenmesser wiegt 110 Gramm, die passende Scheide dazu wiegt 40 Gramm, ist also recht leicht. Die Gesamtlänge beträgt 24 cm, die Klingenlänge ist 13,3 cm und die Klingenstärke ist 3 mm. Es ist eine Full-Tank-Konstruktion, also ein Flach-Ergo, bei der natürlich schon etwas besonders ist, kannst hier hinten in diesem Abschlussbereich gut erkennen, dieser Erl ist schon vom Grunde her auf den Flachschliff vorgeschliffen. Man muss dann die Klinge nur noch ein bisschen nachschleifen und nicht aus dem vollen Stahl herausholen. Übrigens, hier sieht man auch die Gravierung. Löwenmesser, dann ist der Löwe zu erkennen. Ich glaube, ihr könnt es erkennen. Und dann steht auch noch drauf Solingen, Germany und rostfrei. Traditioneller und beliebter bei den Arbeitern ist natürlich die rostende Klinge aus einem Gussstahl, einem besonders scharf zu bekommenden Kohlenstoffstahl. Für den Sammler natürlich ist die Edelstahlklinge ganz interessant, auch vielleicht für den Küchenbereich ist es ein schönes Messer. Hier mit Palisandergriffschalen. Ja, ist auch gut. Und zwei Edelstahlnieten, die die Griffschalen festhalten. Eine Fangriemenöse ist auch noch dabei. Wie gesagt, ein echtes Arbeitstier. Auch wieder mal unverwechselbar. Ziemlich bauchig ist die Klinge. Sehr scharf. Hier oben nun leicht weggenommen, aber nicht wirklich spitz. Ja, was gibt es noch zu sagen? Zu diesem Matrosenmesser gibt es also schon sehr, sehr lange.
wird auch schon mal von anderen Herstellern gemacht in Solingen, ähnlicher Art. Da müsst ihr euch mal das Schönste raussuchen, wenn ihr eins sucht. So ein gebrauchtes Messer, die gibt es schon von 20 bis 30 Euro in dem Rahmen. Liegen die dann schon mal. Und wie gesagt, neu sind sie auch nicht teuer, um die 50 Euro. Das Manko, was man hat bei der Scheide, ist, durch die scharfe Klinge wird gerne die Naht hier beschädigt. Die musste ich auch ein bisschen wieder mal reparieren. Okay, das war's schon. Das Lütters Löwenmesser aus Solingen. In dem Fall das Matrosenmesser. Bis demnächst. Ciao.